Für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Kollegin Stark-Watzinger, es ist keineswegs so, dass Bankenunion bisher hinter verschlossenen Türen diskutiert worden wäre. Auch ohne die FDP hat es dieser Deutsche Bundestag in der letzten Legislaturperiode geschafft, in zwei Beschlüssen sich mit der Einlagensicherung zu befassen. Ich empfehle Ihnen die Beschlüsse vom 4. November 2015, vom 23. Februar 2016, wo wir intensiv darüber diskutiert haben und wo wir natürlich uns auch mit den Problemen der Bankenunion beschäftigt haben. Das werden wir auch weiterhin tun. Aber im Gegensatz zu Ihrer sehr kritischen Rede sind wir fest davon überzeugt, wir brauchen Europa, wir wollen in Europa. Und wir waren in Europa auch schon sehr gut auf dem Weg zur Regulierung der Finanzmarktkrise. Wenn Sie kurz zuhören, will ich Ihnen gerne sagen, was wir schon alles positiv erreicht haben. Wir haben begonnen mit dem Stresstest. Über 130 Banken sind von der EZB geprüft worden. 25 Banken haben Kapitalunterdeckung aufgewiesen. Diese 25 Banken haben dieses Kapital herangeschafft, sodass da auch Risikominderung passiert. Passiert ist. Wir haben eine europäische Aufsicht in Europa. Diese Aufsicht funktioniert immer besser, sogar so gut, dass wir darüber nachdenken, ob man über eine Small Banking Box nicht kleinere Banken von dieser Regulierung weiter entlasten muss. Den Bankenabwicklungsmechanismus haben Sie beschrieben. Wir haben die Regelung, dass Steuerzahler in Europa nur noch in Ausnahmefällen für Abwicklungsbanken bezahlen müssen. Das haben wir sichergestellt über den Mechanismus, über ein Bail-in, dass Eigentümer und Anteilseigner vorrangig haften. Und wir haben einen Abwicklungsfonds bis 55 Milliarden Euro, der bisher auch schon zu einem Drittel angespart wurde. Auch da haben wir Sicherheit in den Finanzmärkten angeschafft. Wir haben auch die Einleger bei der Einlagensicherung in Europa weiter geschützt. Alle Banken Europas müssen einem nationalen Einlagensicherungssystem angehören. Das ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Einleger können bis zu 100.000 Euro grenzüberschreitend ausgezahlt werden, in Sondersituationen sogar bis 500.000 Euro. Das ist ein guter Schritt in Europa. Das finde ich, gehört zu einer ehrlichen Debatte dazu, dass wir hier massiv Fortschritte für Einleger auch gemacht haben. Aber natürlich weiß ich, dass es noch eine Menge zu tun gibt. Und deshalb haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, dass der ECOFIN am 17. Juni 2016 genau das gesagt hat. Wir haben die ersten Schritte gemacht und die müssen weitere folgen. Und der wichtigste weitere Schritt ist Risikoreduzierung. Abbau notleidender Kredite. 4,6% Durchschnitt Non-Performing Loans in Europa sind zu viel. Andere Banken haben sogar, andere Staaten haben sogar 46%. Natürlich brauchen wir europäische Benchmarks, die sagen, in Europa sollte im Durchschnitt die Quote der Non-Performing Loans auf jeden Fall reduziert werden. Wir müssen harmonisieren das Insolvenzrecht. Natürlich müssen wir europäische Vorgaben haben, wie in faule Kredite auch und in Sicherheiten auch vollstreckt werden kann. Es gibt Staaten, da geht das recht zügig. Andere Staaten brauchen Jahre, bis diese Forderungen auch und Sicherheiten auch tatsächlich vollstreckt werden können. Wir merken in Europa, dass die Frage des Bail-in-Puffers schon wieder in Frage gestellt wird. Darauf werden wir bestehen, und da sind wir mit unserem ehemaligen Finanzminister Schäuble und unserem jetzigen Finanzminister Schäuble Altmaier auch einig. Und unser Staatssekretär kämpft auf allen Ebenen in Europa dafür, dass wir die Grenze, die wir eingeführt haben, nicht wieder in Frage stellen. Ich erwähne latente Steuern, die Sie noch gar nicht zitiert haben. Natürlich dürfen Nationalstaaten über die Behandlung von latenten Steuern nicht weitere Risiken in Banken umschieben. Staatsanleihen, genau dasselbe Thema. Wir müssen uns über die Risikogewichtung von Staatsanleihen unterhalten, aber wir dürfen dabei auch nicht aus den Augen verlieren, dass die Staaten, die unter dem Rettungsschirm sich wieder gebessert haben, die wieder gut dastehen, nicht zusätzliche Probleme bekommen. Also ich teile Ihre Auffassung, es gibt noch viel zu tun. Ich teile nicht Ihre Auffassung, dass wir nicht erfolgreich bisher uns auf den Weg gemacht haben. Und ich glaube, es macht gar keinen Sinn, schlecht zu reden und die schlechten Seiten in den Vordergrund zu stellen, sondern es macht Sinn, gemeinsam in diesem Haus unserem künftigen Finanzminister mit auf den Weg zu geben, was wir wollen. Und wir wollen erst Risikoorientierung, und danach kann der zweite Schritt passieren. Das werden wir schaffen, das werden wir tun, öffentlich, wie wir es immer tun, in diesem Haus. Und vielleicht gucken Sie in die Anträge mal rein. Vielleicht können wir diese Anträge ja dem neuen Finanzminister mit auf den Weg geben für seine europäischen Diskussionen. Aber ich bleibe dabei. Europa ist wichtig für Deutschland. Wir wollen europäische Harmonisierung. Und dafür kämpfen wir mit aller Macht. Dankeschön. Herzlichen Dank. Wir haben die Zeit wieder aufgeholt. Als nächstes die Kollegin Ingrid Arndt-Brauer von der SPD.